Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsvideo. Ja, ich weiß, meine Stimme ist noch nicht so ganz und es ist früh morgens. Ja, aber sonst schaffe ich das alles nicht, weil ich muss auch noch Erde schippen. Ihr seht den Hintergrund. Ja, das liegt einfach daran, dass letzter Monat kein XL gespielt erscheinen wird. Ich es auch nicht aufnehme, weil XL ist hierfür einfach zu wenig. Aber ich habe in der Zeit enorm viel gemalt. Das bedeutet, ich habe 4 Bilder fertig gemalt. Ist ein Auftrag, den ich machen muss. Ist auch beim, also muss ich auch natürlich dann Geld, also beim Finanzamt geltend machen. Aber egal, darum geht es gar nicht. Es ist für den Jugendbereich einer Bibliothek in unserem, ja, in unserer Nähe. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich einfach auch, wenn ich da jetzt dann irgendwann mal wieder reingehe und zu Besuch gehe und dann meine Bilder da sehe, ist es schon cool. Den Auftrag haben sie mir gegeben, da ich das mal fertig machen soll. Es fehlt halt noch ein Bild bis Ende April, deswegen muss ich mich da auch ein bisschen ranhalten. Ist auch noch eins der schwersten Bilder. Aber egal, unter Druck kann ich besser arbeiten als nicht. Und deswegen wollte ich euch aber auch zeigen, was ich in dem Monat gemacht habe. Und das dauert aber auch, so ein Bild fertig zu machen. Deswegen 4 Bilder hier hinten. Gibt aber auch schon Leute, die jetzt Aufträge mir erteilen wollen, wobei ich doch gar keine Zeit habe. Ja, aber egal, nur damit ihr mal seht, es ist kein neuer Hintergrund, sondern es sind wirklich neue Bilder, die ich jetzt fertig mache. Und dann, wenn die dann endlich soweit wirklich abgeschlossen und fertig sind, weil bei dem einen oder anderen muss ich noch was machen, dann werden die auch, ja, rausgehen endlich, damit ich wieder hier Platz habe und ich mich wieder dem Spielen widmen kann. Aber zum Spielen kommen wir jetzt. Gespielt. Gespielt. Also ich glaube, das, was ich heute mache als gespielt, sollte jeder, der Brettspiele mag, auch in einem Monat schaffen. Ja. Und los geht's. HeroQuest. Ja, wir hatten Jahrestag und ich habe HeroQuest, aber das alte HeroQuest geschenkt bekommen. Es ist Nostalgie pur, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir weder das alte noch das neue, das glaube ich 139 Euro kostet, 130, wie auch immer, wo man es kauft, nochmal neu gekauft, weil ich auch gehört habe, also haben auch viele vorgestellt, es ist genau so wie das alte. Jetzt muss ich aber auch sagen, meine Zeit davon muss um die, ja, fast 30 Jahre her sein, dass ich das gespielt habe. Vielleicht 29 Jahre, okay, egal. Aber 30 Jahre fast. Und bei uns war das so, und deswegen möchte ich nochmal erzählen, es hatte ein Freund von uns dabei, als wir zur Klassenfahrt waren. Und dann haben wir uns abends in diesen Raum gesetzt, wo wir gepennt haben. Kennt man ja noch, ja, Doppelstockbetten. Und der hatte alles aufgebaut und wir haben, wir wussten gar nicht so richtig, was heute abgeht. Da hat er die Kerzen aufgebaut, Licht ausgemacht, denn wir durften ab 10 Uhr oder ab 9, ich weiß es nicht mehr genau, nicht mehr irgendeine Aktivität machen. Ob es jetzt Gequatsche ist oder sonst was, da kam die Lehrerin vorbei, hat Ärger gemacht und das war richtig cool. Wir haben am Tisch gesessen, Kerzen an und er war der Spieler da, der Böse sozusagen gegen uns. Und das ist die einzige Erinnerung, die ich habe daran, weil ich das so cool fand. Wir haben dann wirklich die Kerzen ausgemacht, als sie vorbeilief und dann haben sie wieder angemacht und haben weitergespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Wir haben es dann, also ich habe es dann gelesen, ich habe es jetzt gespielt, wir haben es zu dritt gespielt, es ist mega schwer, das Spiel. Es ist ein kooperatives Spiel gegen den Dungeon Master und wenn man kein Würfelglück hat, dann ist es echt schwer, hier durchzukommen, weil man dann einfach aufs Gesicht bekommt. An sich eine coole Sache, das Ding ist aber ein gebrauchtes Teil gewesen. Das bedeutet natürlich, die Figuren wurden mal wieder von irgendjemand von früher irgendwie bemalt und ich dachte mir so, wow, wenn ich jetzt schon spiele, dann möchte ich wenigstens, dass die Helden schick sind. Also habe ich die bemalt und da kann man echt was rausholen, aber es ist halt natürlich so ein wirklich günstiges Teil. Ich werde auch nicht die gesamte Box anmalen, weil ich wüsste nicht wann und warum. Aber ich finde es total cool, dass ich dieses alte Exemplar im Grunde in meinen Händen habe, weil
Ich hatte es nie und ich freue mich, dass ich jetzt selbst ein HeroQuest habe, weil das ist einfach Nostalgie pur. Ich weiß, viele wie Alex von, ja, von Hunter und Friends, der hat mir gesagt, ja, der kann aber nichts anfangen, weil das war gar nicht seine Zeit. Seine Zeit war Talisman. Ja, so ändert sich das, wenn man von früher spricht. Ja, Talisman habe ich gar nicht gespielt. Also habe ich schon gespielt, aber nicht früher. Cthulhu Death May Die. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist ein wirklich tolles Spiel. Ich habe es nicht nur mit einem Kumpel zusammen probiert, sondern ich habe es auch als Solo-Partie mal probiert. Denn ich wollte einfach wissen, wie funktioniert es auch alleine. Und es funktioniert genauso gut alleine, wie wenn man zu viert ist. Es macht natürlich wesentlich mehr Spaß und es ist halt auch viel cooler, wenn man halt sich absprechen muss, wer was macht. Das ist halt bei einem kooperativen Spiel Dungeon Crawler einfach richtig, richtig cool. Man muss hier versuchen, wirklich die großen Alten, dieses Ritual, was szenariobedingt immer wieder ist, also man hat wirklich einzelne Szenarien-Packs, die man aufmacht, wo neue Sachen drin sind, also es ist auch so ein Überraschungseffekt, dann liest man die Regeln und denkt sich so, wow, krass, also wir müssen die Bücher hier finden. Die sind alle verdeckt, die müssen alle zusammenpassen. Da muss man sie zum Tor bringen. Wer macht das? Wann? Es kommen die ganze Zeit Monster, es gibt Spawnpunkte. Und jeder der 10 Charaktere in der Grundbox spielt sich auch total anders. Das finde ich mega gut, weil man hat hier wirklich die Möglichkeit, halt auch den Charakter zu leveln im Spiel. Und wenn man das macht, dann denkt man sich so: Oh, krass, ich mache lieber das hier unten. Weil dann kann ich an Monstern zum Beispiel zusammen, also vorbeilaufen, ohne sie mitzunehmen. Das ist ein cooler Effekt, der Cthulhu ausmacht, finde ich. Denn immer, wenn man durch Felder durchläuft, dann muss man alle Monster mitnehmen. Das kann mal gut sein, das kann aber natürlich auch schlecht sein. Das bedeutet, wenn ich den Weg freiräumen will für meinen Kumpel, der danach kommt, dann ist es natürlich super, wenn ich die Monster mitziehe und dann versuche zu bekämpfen und auch Schaden nehme oder sowas, aber er kann dann durchlaufen und seine Aktion machen und das ist echt genial an dem Spiel. Man ist aber auch wirklich im Cthulhu-Universum. Das bedeutet, es ist wirklich abgefahren, was es für Charaktere gibt. Also das kleine Mädchen mit dem Feuer, mit ihrem Buch, die sieht schon sehr, sehr creepy aus und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so, ja, da gibt es auch einen Kriegsveteran, der nur einen Arm hat. Also man hat hier wirklich alle Charaktere wie Indiana Jones oder sonstige Sachen. Also sehr, sehr cool. Ich kann es nur jedem empfehlen, der einen Dungeon Crawler liebt, weil das ist eins meiner Lieblings-Dungeon Crawler. Und wir haben auch die Erweiterung gekauft. Die muss ich jetzt auch bald dann anmalen, weil ich einfach das gesamte Sortiment davon haben will. Weil man kann halt wirklich die Mischung zwischen dem Oberbösewicht, also Cthulhu höchstpersönlich zum Beispiel, und die Szenarien wechseln. Mit zum Beispiel, ich spiele das Szenario 1 und jetzt spiele ich das Szenario mit dem Schurgoten, der dann ganz anders agiert. Und wirklich die ganzen bösen Monster, die Obermonster, sind auch komplett anders und haben auch eine andere Möglichkeit, wie sie gewinnen können. Denn wenn wir das Ritual aufgehalten haben, ist das Spiel nicht vorbei, sondern wir müssen gucken, dass wir halt den großen Alten auch wirklich kaputt machen. Und der kommt mehr oder weniger in Wellen. Also der hat mehrere Karten. Und die decken wir auf und dann die nächste Karte und die nächste Karte und denken so, oh, nochmal 12 Lebenspunkte. Und das ist wirklich ein sehr knappes Spiel, was richtig viel Spaß macht. Ja. Beide Daumen hoch für Cthulhu Death May Die. Fairy Trails. Ja, ein ganz kleines Zwei-Personen-Spiel, was ich aber eigentlich ganz nett finde für zwischendurch. Dauert so 10 bis 15 Minuten. Man hat hier immer Karten, die man ausspielt. Man hat welche auf der Hand und dann muss man überlegen, welche kann ich jetzt am besten spielen, denn es gibt hier lila und gelbe Wege. Und wenn ich es schaffe, meinen zum Beispiel gelben Weg abzuschließen, so dass ich nicht weiterlaufen kann, dann werden alle Häuser, die ich da drin habe, alle Hütten mit gelben Markern versehen. Ich muss versuchen im Laufe des Spiels alle meine gelben Marker. Oh, Entschuldigung. Alle meine gelben Marker auf die Häuser zu packen. Denn wenn ich es geschafft habe, habe ich gewonnen. Und es ist wirklich richtig cool, weil man auch jemand anderen wieder einen Weg eröffnen kann, wo man denkt, ey, hätte er jetzt die richtige Karte und wäre jetzt am Zug, macht er zu und das Spiel ist vorbei. Ich mache also nochmal einen Weg auf, wo die Karte zwei Wege hat,
dann kann der mit dem nächsten Zug definitiv nicht das zumachen. Und das ist echt cool, aber es ist auch schwierig, weil man sich wirklich immer Gedanken machen muss, ich will ja vorankommen und der andere darf nicht vorankommen. Und jetzt muss ich gucken, welche Wege führen wohin. Ich schließe ab, schließe damit Lila vielleicht auch ab und damit macht mein Kontrahent im Grunde nochmal 5 Häuser und 5 Hütten insgesamt. Wow, und dann denkt man sich so, ja, das ist jetzt echt eine knappe Nummer. Also ich habe vorne gelegen, habe fast alle meine Steine hinbekommen ständig und ja, meine Freundin nicht. Aber am Ende hat sie dann doch gewonnen. Ja, das ist leider bei Fairy Trails dann. Aber es ist ein gutes Spiel und für zwischendurch wirklich richtig schön, schnell. Und man kann eine zweite Partie spielen oder man kann da was anderes spielen. Also für 2-Personen-Spiel ist es ein sehr schönes Spiel. Hier nun Honeybus. Auf das habe ich ja nun ewig gewartet. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Honeybus ist für mich ein Spiel, was man auf jeden Fall mehr als einmal spielen sollte, weil man nämlich dann irgendwann so in diese kleine Metaebene kommt, aber eher die Regeln dann richtig versteht. Also schon alleine den Aufbau von Bienenwaben kann man anhand von Markierungen super schnell erkennen und dann sehen, ah, da kriege ich Punkte, da kann ich was machen. Ich habe das mal jetzt solo gespielt in der Zeit, weil meine Freundin dann wirklich erkrankt war und mir ist dann wieder ein bisschen besser ging irgendwann. Und ich dann gesagt habe, so, ach komm, dann, ich habe jetzt Bock, was zu spielen und will nicht am Handy daddeln, habe ich keine Lust, sondern ich spiele jetzt mal ein Brettspiel. Und solo macht es auch sehr viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das hier macht zu zweit mehr Laune, glaube ich, weil man so vor sich hin buddelt und da was macht und dann ist auch gut, dann ist das Spiel vorbei und man denkt sich, ja, war ganz nett. Aber also ich bin da gar kein Freund von, ich bin sowieso kein wirklicher Freund von Solo-Partien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht warum, aber das macht mir, es macht ein unangenehmes Gefühl, sich da hinzusetzen. Ist wie alleine ins Kino gehen wahrscheinlich. Einige mögen das, ich nicht. Zu Honeybus kann man einfach nur sagen, es ist ein schönes Spiel. Es ist jetzt nicht allumfassend und strategisch, weiß ich, wie schwierig. Man muss halt wirklich überlegen, was man haben will, was man machen möchte. Denn man hat hier die Möglichkeit, immer 2 Hexfelder, die aneinander sozusagen dran sind, zu platzieren in seinem Honigwabentopf. Das geht aber nicht unendlich, sondern ich habe meine Bienen, davon habe ich auch nicht unendlich, sondern ich muss die wieder freischalten, indem ich mit meiner Biene halt irgendwo raufgehe. Und wenn ich das mache, dann kann mein Kontrahent das auch tun. Er muss dann aber eine Biene mehr ausgeben, um das zu machen. Deswegen versucht man natürlich, so viel wie möglich nur eine Biene auszugeben, um dieses entsprechende Plättchen zu machen. Wenn ich jetzt aber versuche, halt eine Bienenwabe, die leer ist, zu werten, was ich machen kann, dann sind immer die umliegenden, die nochmal aktiviert werden. Also zum Beispiel, dass ich halt Punkte bekomme, ja, oder dass ich nochmal fliegen darf. Dann auf einem anderen Board habe ich eine Biene, die dann halt lang fliegt und Sachen einsammelt. Und das finde ich ehrlich gesagt, macht es Spaß, das ist echt cool. Und man hat so auch Wertungen dabei, wo man auch nochmal drüber nachdenken muss, oh, das ist zum Spielende. Ich kann jetzt hier Harz bekommen, also Blütenharz, Blütenstaub, keine Ahnung. Und das sind so Sachen, die das Spiel echt total cool machen und sehr spannend. Also ich kann es empfehlen, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel, macht Spaß und man kann auf jeden Fall auch jeden Tag eine Partie mal zocken. Ja, Corrosion lag Ewigkeiten bei uns im Zimmer, weil ich das schon lange gekauft habe und ich mich auch darüber gefreut habe, weil ich das unbedingt spielen wollte. Ich habe da wirklich Bock drauf gehabt. Das Material finde ich auch schön. Und das spricht mich total an irgendwie. Was ich total interessant finde, ist, es ist ein reines Spiel mit Ingenieurinnen. Es gibt keinen Ingenieur hier. Also die Männer sind alle ausgestorben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es interessant, ist total cool. Und was ich aber richtig, richtig schön finde, sind die Mechanismen. Ich würde nicht mal sagen, dass das Corrosion ein Expertenspiel ist, muss ich ganz ehrlich sagen, denn als wir uns so ein bisschen durch die Regeln gearbeitet haben, und das liegt wirklich wieder nur an den Regeln, denn die Regeln sind total komisch geschrieben wieder. Ich mag nämlich eigentlich auch keine Regeln, wo in der ersten Runde zum Beispiel eine Wertung frei oder weg gelassen wird, dann liest man die Regeln, dann wird schon geschrieben, ah, lasst mal die Wertung weg, die braucht ihr erst ab Runde 2 oder so. Und dann denkst du so, was ist das hier?
Also ich würde besser finden, wenn in der ersten Runde die Wertung mitgenommen wird und dafür dann einen Punkt gibt oder so, damit man wenigstens die Regeln einmal abarbeiten kann, ohne durcheinander zu kommen. Aber egal, das ist so mein persönlicher, ja, persönliches Ding. Ansonsten ist es ein sehr cooler Mechanismus, weil man hier auch ein Rad hat und dieses Rad sozusagen immer alle Sachen löscht. Läuft das Rad einmal weiter und da liegen Sachen oder liegen auch Zahnräder, dann wird das Ding alles abgeräumt und das verpufft sozusagen, weil die Zahnräder alt sind, weil die Ingenieurinnen wieder wegkommen und man muss da richtig cool mit haushalten, wann ich wo welche Ingenieurinnen packe, weil das ist nicht freiwillig, das hat was mit der Zahl zu tun, die ich hier ausspiele. Und genauso immer auf X sozusagen werden immer die ganzen Zahnräder gesammelt, wenn also auf der gegenüberliegenden Seite das X ist. Da kann ich die da raufpacken und irgendwann muss ich das Zahnrad aber wandern lassen und ich muss die jetzt endlich einsetzen für irgendwelche Sachen, die ich da haben will. Also das hat echt Laune gemacht und ich will das unbedingt wieder spielen, weil das auch wieder so ein Spiel ist, da muss man mehr als eine Partie zocken, damit man so richtig gut im Flow ist und auch weiß, was da passiert. So. Weil beim ersten Mal, wenn man die Regeln auch wieder guckt und was ist das und wie läuft das jetzt hier? Wo man sich da durcharbeitet, dann ist es immer so nicht optimal. Aber jetzt haben wir es raus und ich kann das auch nur. Vielleicht ist es ein gehobenes Kennerspiel, ja, aber ein Expertenspiel finde ich nicht, weil dafür sind die Regeln dann eigentlich zu eindeutig und die Symboliken sind sehr, sehr gut. Man weiß also, ah, ich muss ein Zahnrad abgeben, oh, mein Dampf geht runter, ja, alles klar. Und da muss man nicht mehr viel nachgucken. Also nach der dritten Runde, glaube ich, waren wir dann eigentlich so drin, dass wir gesagt haben, ja, cool, zack, 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 spielen. Sehr gutes Spiel. Beide Daumen hoch für Corrosion. Das hat sich echt gelohnt. Wir haben Renature gespielt, weil wir das auch wirklich richtig gut finden. Ich habe das eigentlich nur gekauft. Erstmal, ich mag das Cover, aber ich habe es eigentlich nur gekauft, weil ich mal einen Bericht über Frosted Games und ja, dann halt von Frosted Games auf Deep Print gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das richtig viel Spaß. Also. Es ist ein Domino-Effekt, der kein Domino-Effekt ist. Oder ein halber Domino-Effekt. Denn wir haben hier diesen Plan, wir müssen versuchen, wir haben immer nur drei Domino-Steine ausliegen. Die Tiere sind unterschiedlich, die auf einem Domino draufstehen. Manchmal sind es doppelt. Also weiß ich nicht, eine Ameise oder sonst was und eine Schnecke. Und jetzt muss man versuchen, die aneinander zu bauen. Aber das Spiel bietet so viel mehr. Es ist nicht nur ein Domino, dass man das anlegt, sondern man muss versuchen, offene Punkte sozusagen, also Gebiete, sage ich mal, zu umschließen, damit man das da drin wertet. Und dieser Wertungsmechanismus ist so genial, weil immer wenn ich einen Dominostein hinpacke, kann ich von meinem Tableau eine Pflanze dort pflanzen. Die haben aber entsprechende Stufen. Ja, also kleine Grasbüschel Stufe 1, dann haben wir die großen, dicken Bäume Stufe 4 und noch mehr andere. Also dementsprechend muss ich halt immer gucken, packe ich eine Tanne hin, einen großen Baum hin, denn immer wenn ich den hinstelle, bekomme ich einen Punkt. Aber ich bekomme noch mehr Punkte, wenn meine Pflanze ein höheres Level hat als das, was da ausliegt. Also habe ich zum Beispiel eine Tanne hingepackt und da liegen von meinen Gegnern zwei Grasbüsche, bekomme ich dafür mehr Punkte, weil ich diese werte. Ja, habe ich das umschlossen irgendwann im Laufe des Spiels, bekomme ich das Plättchen, was da drauf ist, an Siegpunkten. Sonst bekommt man es nicht. Und das ist abgefahren, weil man von oben nach unten spielt im Grunde. Und unten natürlich mehr Siegpunkte sind, aber um da runter zu kommen, muss man natürlich auch viele Wege dann immer so machen. Zusätzlich haben sie bei dem Spiel natürlich auch noch einen Joker, also Tier. Das bedeutet, dass vielleicht die Schnecke der Joker ist, wo ich alles anlegen kann. Ja, ich kann nur sagen, das ist so cool. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich mag das total gerne. Und es ist auch nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach schön, sich hinzusetzen, einen Dominostein zu holen, zu sammeln. Man hat so viele, man hat 21 Dominosteine oder so. Das sieht echt, das ist schönes, haptisches Material. Und da macht Dominospielen also mit unglaublich viel Spaß. Also nicht dieses Domino, was man sonst so kennt. Das ist mal eine richtig coole Investition. Beide Daumen hoch für Renature.
Yes, Cadia ist das letzte Spiel, was ich vorstellen werde in diesem, im letzten Monat. Denn Cascadia kam an und da habe ich mir auch gedacht, ey, meine Freundin ist leider noch nicht da. Ist, ja, egal, soll hier gar nicht darum gehen, wie krank einem das alles macht, sondern es geht darum, dass ich mich dann solo-mäßig hier hingesetzt habe und gedacht habe, so, ey, komm, ich habe Bock, Cascadia zu spielen. Und dann habe ich das auch gespielt und muss ganz ehrlich sagen, alleine solo fand ich es richtig gut, hat mir Spaß gemacht, weil ich im Grunde immer zwei Sachen hier mir nehme, ja, ein Tier, was oben drüber liegt und das entsprechende Hexfeld. Und das kann ich jetzt anlegen. Und man hat aber vorher Tiere ausliegen, also auf Karten, die genau sagen, was sie wollen. Zum Beispiel der Bär, der mag es nur, wenn zwei Bären aneinander sind. Also der mag nicht einen dritten Bär. Oder der Adler, der mag nur ganz alleine sein. Also der muss umschlossen sein von Fischen, von Bären und so weiter. Dann fühlt er sich wohl. Hauptsache, er ist alleine. Fische zum Beispiel wollen ein Schwarm sein, aber hintereinander gebaut. Und so muss man immer die Hexfelder basteln und die entsprechenden Tiere raufpacken. Es bedeutet, es bringt mir nichts, wenn ich die alle aneinandergereiht habe, die Fische, aber nie einen Fisch darauf gepackt habe. Das macht keinen Sinn. Also von daher muss ich immer abwägen, welches von diesen Sachen nehme ich. Und das ist ein schönes Sammel- und Anlegespiel, was ich total cool finde. Ich feiere das nicht. Es ist einfach so ein schönes, schlichtes, tolles Spiel, was einfach Spaß macht, wo man wirklich so gucken kann, ah, wo lege ich das hin? Ah, wie werte ich jetzt? Ah, Scheinkleister. Und am Ende sieht man dann einfach, ey, ich habe das alles nicht so hinbekommen, wie ich wollte. Ich habe Punkte gemacht, aber hätte ich mal noch einen Bären genommen oder irgendwas anderes. Also ich finde es wirklich cool. Es ist nicht super schwer. Es ist ein schönes Familienspiel. Und ich mag das aber auch das Thema ist schön, ja. Cascadia ist halt ein Teil aus Amerika oder so. Und das steht alles hier drin, so als kleine Story. Und weil sie gerne wandern und so, haben sie sich überlegt, dieses Spiel zu machen. Ja, mega cool. Was kann es da geben? Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht mehr, für 28 Euro bekommen. Sehr, sehr gut. Dafür ist das Spiel richtig, richtig cool. Ich freue mich auch drauf, dass man das wieder auch so nach einem Spiel oder nach einem Tag, wo man wirklich viel gemacht hat, einfach auslegen kann, ein bisschen spielen kann und seinen Kopf freikriegen kann. Das finde ich einfach mega gut. Sowas brauche ich nach meiner Arbeit, ganz ehrlich, nachdem ich jetzt krank war und dann zur Arbeit gekommen bin. Katastrophe. Also, man hat gar keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen, wenn man das, ja, da alles hat. Darum freut man sich eher, wenn man von der Arbeit kommt und Cascadia spielen kann, denn das ist wirklich ein schönes Spiel, was echt Spaß macht und was, ja, wo ich mich freue, dass ich es gekauft habe. Meine Freundin hat gleich gesagt, oh, jetzt spielen wir Cascadia. Super. Und ich so, ich habe es an ihrem Gesicht schon gesehen. Sie hat keinen Bock da drauf. Denn sie findet das Cover mega schrecklich für ein Brettspiel. Und ich habe gedacht, so, ja, aber weißt du was? Lass es. Das Spiel ist gut. Und so war es auch. Gefällt dir auch richtig gut. Habe ich wieder den richtigen Riecher gehabt. Also von daher sehr cool. Ja, das war's. Das war gespielt. Ich will es gar nicht sagen. Also. Bleibt bei gespielt. Ja, jetzt sind wir einigermaßen wieder fit. Ja, also wie gesagt, ich hätte gerne Step by Step wieder nach 3 Wochen zu Hause wäre ich gerne auf Arbeit gekommen und hätte mir das gerne angetan, mal wieder ganz entspannt zur Arbeit zu kommen. Aber das kann man alles vergessen. Wir haben so einen hohen Krankenstand und so viele Leute, die nicht wiederkommen von ihrer Krankheit, dass wir jetzt zwei Gruppen der Kinder haben und zu zweit sind ab Montag und ich könnte eigentlich nur, ja, ich kann gar nicht sagen, wie es mir geht damit, weil im schlimmsten Fall, ja, ich weiß es Fällen, aber bei uns ist in unserer Kita hat das überhaupt gar nichts damit zu tun. Da haben wir, wenn wir Glück haben, drei Kinder, die nicht kommen. Also ja, könnte gut sein, dass wir so 25 Kinder, also zwischen 20 und 25 Kinder zu zweit dann haben. Und vor allem darf man nicht vergessen, meine Kollegin arbeitet 25 Stunden. Und ich bin die 40-Stunden-Kraft. Yeah. Ja, egal. Wenn uns dann nächste Woche noch jemand wegbricht, dann weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Keine Ahnung. Das mein Leid zum Sonntag. Ich hoffe, euch auf Arbeit geht's besser. Ja, das war gespielt.
Ich weiß, es ist ein kleines gespielt gewesen, aber es ist wirklich, weil wenn man krank ist und irgendwie hier eine Woche auch nur rumliegt, dann ist es schwer, irgendwie mal wirklich ein schönes Brettspiel rauszuholen. Dafür habe ich aber Tangarden komplett auch angemalt, die Miniaturen, weil das ging dann immer noch mal ein bisschen was pinseln, dann wieder ins Bett gehen. Hab dann halt viel in der Zeit gemalt. Ich hoffe, ihr seid gesund geblieben in der Zeit. Ich hoffe, ihr habt schöne Spiele spielen können. Wenn ihr was gespielt habt, dann interessiert mich das total. Was waren eure Highlights beim Spielen und was habt ihr gespielt? Oder wo ihr könnt auch mal einen Flop sagen, natürlich. Wenn ihr sagt, so, oh, wir haben Cascadia gespielt und das fanden wir total bescheuert, ja, dann schreibt es unten in die Kommentare, würde mich interessieren, weil ich ja natürlich immer auf der Suche bin nach neuen Spielen. Die gucke ich mir dann immer wieder an, so, oh, was ist das? Und vielleicht kaufe ich das dann. Und ja, das wäre es gewesen. Ich werde das Video noch schneiden schnell und dann muss ich raus Erde schippen, weil das muss ich leider auch alleine machen. Meiner Freundin, die darf noch nicht. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein kurzes Video war. Nächstes Video wird wieder ein XL. Ich habe schon ein Gefühl, obwohl wir jetzt viele Spiele zweimal spielen, bevor wir ein neues Spiel anfangen. Aber zwei haben wir schon gespielt und dieses Wochenende wird nochmal richtig gezockt. Das weiß ich jetzt schon, habe ich schon ein Gefühl. Also da kommen wir vielleicht auf unsere 6 bis 10 Spiele. Ach, mindestens. Ja, sicher. Das war's. Wenn ihr Bock habt, ich verlinke nachher, wenn das Video online wieder ist, dann Alex, also von Hunter und Friends, mit dem Alex male ich ja. Und wir haben Ankh haben wir gemalt, oder beziehungsweise Ma ja, haben wir gemalt, aber es ist vielleicht noch nicht ausgestrahlt. Es wird dann erst die Tage kommen. Und da guckt bitte rein, weil ich immer das Video auch genau nehme und bei uns in die Playlist reinschmeiße. Das wäre total cool, weil wir haben in 2 Stunden zwei Völker bemalt. Also zwei Gottheiten und insgesamt 12 Krieger. Also 14 Miniaturen in 2 Stunden. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut bitte rein. Zusätzlich muss ich aber hier auch Werbung machen. Alex und ich haben vor, am Vatertag nicht, sondern den Tag danach, ich weiß es gar nicht mehr, was 27.05. Ich glaube ja, werde ich hier auch nochmal eine Erinnerung reinmachen. Da machen wir einen 24-Stunden-Malmarathon. Live. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch für, ich habe gesagt, eine halbe Stunde mit Malen, könnt ihr euch dazuschalten. Das bedeutet, ihr könnt dann wirklich Alex schreiben. Dann bekommt ihr einen Slot und dann könnt ihr da malen. Das wird natürlich, also wir werden jetzt nicht um 4 Uhr nachts euch den Slot geben, außer ihr sagt, ey, das ist eine coole Idee. Nachts möchte ich euch mal unterstützen, da schläft meine Familie. Da möchte ich gerne mitmalen. Dann seid ihr herzlich eingeladen. Alex hat sich überlegt, wir machen das auch mit, sag ich mal, also jetzt nicht YouTubern, sondern mit allen, die zugucken und malen, die können sich mit reinklinken. Ich bin schon gespannt, ja. Es wird auf jeden Fall interessant. Es werden viele Leute dabei sein und 24 Stunden malen. Ja, ich habe meine Minis auch schon fertig. Aber wenn ihr darauf Bock habt, dann ja, meldet euch. Wir kriegen das irgendwie hin. Dann seid ihr mit da an Bord. Aber bei, ja, ich weiß noch nicht, wie das wird. 24 Stunden malen. Oh, ja. Aber denkt dran, nach Vatertag, das bedeutet, ihr könnt Vatertag noch richtig abfeiern. Ab 10 Uhr werden wir dann im Studio live gehen. Das bedeutet, ab 10 Uhr könnt ihr euch dazuschalten, könnt mal reinschauen, könnt euch natürlich dann wieder abmelden und so weiter. Und guckt dann einfach rein, wenn ihr fit seid. Aber vielleicht ist 10 Uhr eine gute Zeit, dass ihr ein bisschen so entspannt dann langsam in den Tag ja, aufstehen könnt, ein bisschen gucken könnt, was wir für Blödsinn machen und was wir so pinseln und die ganze Zeit quatschen und welche Leute wir einladen. Denn einige sind eingeladen. Und da bin ich schon gespannt und freue mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Also von daher schaut die Videos. Ich werde nochmal eine Erinnerung im nächsten Video geben und im nächsten. Und dann ist ja schon fast, ja, dann noch 4 Mal, glaube ich, oder? Ja, oder 5? Okay, aber ich wollte es nochmal sagen, dass ihr es im Hinterkopf habt. Ich mache auch nochmal eine Erinnerung hier auf dem Kanal. Und dann, ja, sehen wir uns. Hoffentlich. Ja, das wird super. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, ein Daumen hoch wäre cool, ein Abo wäre cool, schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag. Nein, wir sehen uns erst nächsten Sonntag. Ich habe so viel zu tun. Ich weiß nicht, wie ich ein zweites Video mal reinhauen soll. Oh, habt einen schönen Sonntag auf jeden Fall und bleibt gesund. Macht's gut, passt auf euch auf. Euer Tigurion.